Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem wunderschönen Channel und diesmal eine Runde CSGO Wingman. Und zwar ist das so 2 gegen 2 Modus. Ganz normal wie Deathmatch, also man muss eine Bombe planten und so weiter und so weiter. Aber nur 2 gegen 2. Und irgendwie. Hallo? Wir chillen mal hier kurz rum. Haben die, glaube ich. Ah, guck mal, die sind schon weg. Ja gut, laufe ich hier doof in der Pistole rum. Das ist natürlich auf jeden Fall sehr, sehr schlau von mir. Dass ich da keine Waffe gekauft habe. Egal. Ich hatte sowieso jetzt Aufwärmsphase, also von daher. So, jetzt aber mit Waffe kaufen erstmal. Den haben wir. Wo ist denn der andere? So, jetzt ist meine erste Runde. Ich glaube, entweder ist das ein Fehler oder ist kein Fehler, dass es direkt die erste Runde ist. Scheiß auf Aufwärmen, würde ich mal sagen. Ja, gucke mal. Also ich bin AK-Meister. Ich weiß auch nicht, wie ich das noch einmal geschafft habe, dass ich auf AK-Meister hochgemacht werde, aber ist halt so. Habe ich kein Problem mit. So, dann wollen wir mal sehen. Dann wollen wir mal sehen, wie gut wir hier klarkommen. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt hier nicht zu sehr, ne? Irgendwie. Hey. Yeah. Wäre doof, ne, wenn ich da YouTube. Ich weiß aber nicht, ich glaube 50 reicht aber völlig aus. Lol. Okay, einer. Scheiße. Da habe ich irgendwie gerade irgendwie ganz verkackt, aber. Das ist doof. Das ist doof, was ich gemacht habe. Aber ich glaube, der. Ja, warte mal, mal sehen. Wir gehen mal kurz in dein Profil rein. Also, das ist jetzt. So, mal sehen. Also, wie sieht es bei dem aus? Ach, guck mal. Der ist sogar aus Deutschland. Ja, moin. Gut, dass hier kein Ton ist, das irritiert mich ein bisschen sehr. Aber egal. Dann ist er leider so. Komm, der packt es. Okay, das habe ich aber gar nicht gesehen. Ah, nee, ich glaube, der hat es blockiert. Ich glaube, der ist blockiert. Ja, siehst du. Also, ja, mal sehen. Ich bin gespannt, wie die Runde wird. Also, ich habe ja gerade den ersten so richtig rein verkackt. Dann mal haben wir. Nee. Ach, und dann auch noch ein Deutscher. Ja, natürlich. Ja, das sowieso. So. Guck mal, wie praktisch. Jetzt darf ich mich natürlich nicht so sehr blockieren, vor allem, ne? Blamieren. Wenn das vor allem auch noch immer ein Deutscher ist. Ja, wo sind die? Ich glaube, die kennen die Map nicht. Ja, kann sein. Den einen haben wir. Aber warum spielen die dann auf der Map, wenn die. Oben oder unten? Sauber! Hat er wohl gedacht? Hat er wohl gedacht? Ah, guck mal. Der hat eine MP. Aber hat er wohl gedacht, aber nicht mit mir. Nee, 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 das gibt's hier nicht. Okay. 19er Ping habe ich sogar, das ist ja wunderbar. Das ist ja nice. Aber na gut, ne? Schön zu wissen. So, mal sehen. Den haben wir. Schon meinen AK-Rang habe ich sogar mehr als verdient. Ja, läuft. Also, dafür, dass es die erste Runde ist, hätte ich nicht damit gerechnet. Komm, wir nehmen die AK, die ist viel, viel besser als die. Ne, MP, nee, das ist gar nicht MP, M4. M4 heißt die. So, jetzt haben wir es. Mein Gott. Also da haben wir den AK-Meisterrang ja wirklich hoch verdient. Ne? Irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Weil ich wohl zu gut dafür bin. LOL! Unten, unten. Minus 54 haben wir ihn weggeballert. Egal, dafür haben wir ihn eingenommen. Eingenommen vor allem, ne? Getötet. Jawohl. Bitte? Nehme ich gern. Was brauchst du? Ja, okay. Gut, meine Musik. Die Musik darf ich jetzt nicht unbedingt mit rein machen. Ist ja immer so eine Sache, ne?
Auch wenn diese Musik halt nur... LOL! Oh! Ja! 54 in 4? Ich habe eine M4 gehabt. Ja, ich habe 52 gegeben. Ja, der hat sich eine Shotgun gegönnt. Digga, der hat sich eine Shotgun, ne? Der hat sich eine Shotgun gegönnt, Alter. Ich heiße vor allem. Also ich hab's heute auch mit meinem Versprecher hier, ne? Ich hasse Shotguns wie die Pest. Okay. So wie sieht's aus. Kommt, okay, da chillt der rum. Gute Frage, wo können die denn jetzt herkommen? Den einen haben wir. Perfekt. Okay. Läuft bei dem. Läuft bei dem sowas von. Okay, der spielt ja mit seiner Shotgun, mit einer sehr schönen Shotgun. So. Dann mal schauen. 5-1, wir wechseln ja auch noch. Also das wird auf jeden Fall unsere Runde sein. Auf jeden Fall. Schönes Ding. Kann man nichts so sagen. Ja. Waschen die oder waschen? Die waschen. Oder. Ah ne, der wirft die Blendgranate. Alles klar. Hab mich schon gewundert. Ich dachte zuerst, die Gegner werfen eine Blendgranate, aber nö. Okay. Den Namen war? Na, ah, nee, Digga, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das? Letzte Runde. Ich will mir jetzt, ich kann mir glaube ich nicht, warte mal. Was kauft der an? Der kauft. Komm, wir holen uns ein AWP, wir schauen mal, ich guck mal. Ich hol da was gleich, oder? Nö, schade. Der war zu schnell. Ich dachte irgendwie, der kommt aus dem Gang raus, aber nee, der war schon. Der war leider schon in den Kisten, also damit hätte ich nicht gerechnet. Ah, schade, kein Problem. Damit hätte ich aber wirklich nicht gerechnet, dass sowas passieren wird, ne? Und dass ich da irgendwie, dass der auf einmal schon hinter den Kisten ist. Also ich hätte mehr oder weniger gedacht, entweder da kommt gleich einer raus oder es kommt keiner raus, aber. Naja, passiert, ne? Passiert. Ist es auch nicht so schlimm. Wir holen das, wir rocken das Ding jetzt hier irgendwie. Und fertig. Und dann sind wir hier durch. Was? Minus 61? Das gibt's doch nicht. So, wo kann einer kommen? Er ist ruhig. Oh, das ist mies. Das ist mies. Das ist wirklich mies. Aber egal. Ich habe noch alles kein Problem. 5-4 steht es dann gleich. Ja, müssen wir schauen. Also wir werden das, glaube ich... Ja, ist eine gute Frage. Wie steh ich denn hier eigentlich? 6-6. Oh, der steht währenddessen 7-5. Ich glaube, eine Runde... Warte, da holt sich das Teil. Ne? Dann machen wir hier... Was mache ich denn jetzt hier? Ja, komm, wir holen uns eine Galil. Easy, lol. Easy lol vor allem, ne? Was labere ich denn hier eigentlich? Was? Ey, der flasht sich selber und tötet mich trotzdem. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Der flasht sich einfach selber und weiß trotzdem, wo ich stehe. Wegen dessen ich da irgendwie doof ihn anschaue und aber nichts mache. Habe ich dem was abgezogen? Nö, warum auch? Das können die auch einmal gut spielen. Was soll der Scheiß? Ja, denke ich mir auch gerade. Also irgendwie. Aber ich glaube, nee, er schafft es auf jeden Fall. Mal schauen. Also irgendwie haben die da... Wir müssen mal wirklich schauen jetzt hier. Das haben die aber auch neu gemacht mit der Dings an der Seite, ne?
Die Flaschen einfach die. Okay. Jetzt aber, so macht man das. Einmal kurz reinwaschen, fertig. Mein Gott, ich dachte zuerst, soll ich die Bombe legen oder soll ich die nicht legen, aber nee. Das war die richtige Entscheidung, die Bombe nicht legen. Vollkommen richtig. So, dann mal sehen. So, 6-5 steht es hier. Ha? Kann noch lustig werden. Kann noch vollkommen lustig werden hier. Also es steht auch wirklich alles noch offen. Ne? Die können gewinnen, wir können gewinnen. Lol, da haben wir nur 13 abgezogen. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, der hat ihn auch gut gehittet. Der hat ihn doch locker gut gehittet. Komm, der muss das jetzt. Jawoll. Perfekt. So muss sein. Genauso und nicht anders. So, wir holen uns natürlich wieder eine AK. Nur weil wir es gönnen vor allem. Ah, ich hab's aber heute wirklich mit meinen Versprechern. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin so aufgeregt, dass wir hier CSGO spielen, dass ich hier gar nicht weiß, worüber ich gerade eigentlich labere. Wo ist denn die Flash? Ich habe eine Flash erwartet. Okay. Das zum Thema, die hatten eine Glücksphase, glaube ich. Geht doch. Ja, die hatten eine kleine Glücksphase. So, aber jetzt machen wir 9-5 und dann sind wir over and out und wir sind fertig. Ganz locker. Easy. So, mal schauen. Kommt da eine Granate? Ja, nein, vielleicht. Ich glaube, da ist einer. Komm schon. Wir müssen das machen, irgendwie. Ich will aber nicht reinwaschen, weil vielleicht steht da ja einer. Wo ist denn der? Okay, damit hätte sich das, glaube ich, schon geklärt, alles. Jawohl! Perfekt. Perfekt. Schönes Spiel. Welchen Rang bekomme ich jetzt? Das war der 10. Sieg. Also, ich bin AK-Meister. Was heißt das? Ja, Meisterwächter Elite. Ja, genau. Lol, guck mal die Gegner an, die sind einfach Doppel-AK. Ne, einmal. Ist das eine AK oder Doppel-AK? Keine Ahnung, was es ist. So, aber ich würde mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn nein, dann leider einen Daumen nach unten. Aber bitte kommentiert in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein.